Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Punkt und Steigung 1. Für dieses Video solltest du bereits die allgemeine Form der geraden Gleichung kennen. Also eine geraden Gleichung der Form y ist gleich k mal x plus d. Dabei haben wir schon gelernt, dass das k für die Steigung der Geraden steht und das d ist der y-Achsenabschnitt. Also die y-Koordinate vom Schnittpunkt der Geraden mit der y-Achse. Dein Ziel für dieses Video ist es, eine Textaufgabe zu lösen. In dieser Textaufgabe haben wir einen Punkt und die Steigung einer Geraden gegeben und anhand von diesem Punkt und der Steigung sollen wir dann die zugehörige Geradengleichung finden. Die Aufgabe lautet nun: Eine Gerade verläuft durch den Punkt 4, 2 und hat die Steigung minus 3 halbe. Ermittle Ihre Gleichung y ist gleich k mal x plus d. Versucht die Aufgabe bitte wieder kurz selbstständig zu lösen und im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also wir haben in diesem Beispiel die Steigung der Geradengleichung schon direkt gegeben. Das heißt, wir können für k unmittelbar den Wert minus 3 halbe einsetzen. Das heißt, wir wissen, y ist gleich minus 3 halbe mal x plus d. Nun, um den Wert von d zu ermitteln, also um den y-Achsenabschnitt zu ermitteln, können wir hier den gegebenen Punkt verwenden. Und zwar können wir für die x-Koordinate einfach 4 einsetzen und für die y-Koordinate 2 und dann die Gleichung auf d umformeln. Das heißt, 2 ist gleich minus 3 halbe mal die x-Koordinate ist 4 plus d. Damit erhalten wir 2 ist gleich, hier haben wir minus 6 plus d. Dann rechnen wir plus 6. Das heißt, für d erhalten wir den Wert 8. Nun brauchen wir nur mehr die Geradengleichung hinschreiben. Unser y-Achsenabschnitt d hat den Wert 8. Das heißt, die Geradengleichung ist y ist gleich minus 3 halbe mal x plus 8. Und damit ist diese Aufgabe gelöst.